Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Awkward New and Tasty. Beim letzten Part habe ich mich am Ende, unrühmlich angestellt. Es ist ganz einfach. Ich muss den Stick nämlich hier rauslocken. Ich muss den nämlich... jetzt hier rüber locken. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn nämlich. Weil ich muss den Stick übernehmen. Und ihr könnt ja schon ahnen, was als nächstes kommt. Richtig. Ich muss den Slot ausschalten. So. GG's. So, weiter geht's. Jetzt muss ich nämlich runterfahren. Und jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich glaube wieder einen Slick und einen Slot ausschalten. Lock. Nein, aber ich glaube, da kommt auch noch einer, wenn ich nicht täusche. So. Jetzt muss ich nämlich einfach durchrushen. Elum hat uns ja im letzten Part leider verlassen. Wow. Dementsprechend müssen wir das Abenteuer alleine fortsetzen. Aber das packen wir schon. So. Ah, ein Paramite da hinten. Schaut auch, schaut auch schön aus. Ja, schön, dass da jetzt keine Nachricht angezeigt wird. Aber... so, gut, hier können wir jetzt einfach problemlos durchspazieren. Apes Magen vertrug nicht die Paramite-Pastete, doch nun ging sie erst richtig los, die Fete. Ja. So ist eine Anspielung auf eine Paramite-Pastete. Müssen wir jetzt schon mal... ja. Entschuldigung. So, jetzt sind wir nämlich soweit. Jetzt kommen die einzelnen Prüfungen. Jetzt kommt auch noch dann die Stelle, was ich in, glaub, in den letzten zwei oder drei Parts gesagt habe mit der Fledermaus, dass man die mit einem Felsen bzw. mit einem Stein töten kann. Und diese nützliche Information wird uns bei... wird uns vieles erleichtern, sagen wir es mal so. Das war es jetzt nicht, oder? Nein, das war es ja noch nicht. Die Paramite ist, glaube ich, erstmal egal, kann das sein. Ich glaube, das ist erstmal egal. So, jetzt holen wir uns erstmal den Klang. Haben wir das auch schon mal erledigt. So. Jetzt müssen wir da hoch. Und jetzt kommt dann eine Neuigkeit, was es nur in Oddworld Apes Odyssey gab und in... wow, Oddworld New and Tasty. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Wow, ja, genau jetzt. Das ist nicht gut. Das wiederum war gut, weil das war jetzt das, was ich meinte. Da kommen solche riesen Felsen und die killen alles, was sich hier quasi bewegt hat. Also die ganzen Paramites quasi. Dass ich jetzt... Entschuldigung, problemlos die Fleischstücke holen kann. Fleischstücke deshalb, weil ich die Paramites quasi mit anlocken kann. Ich muss das Paramite jetzt da drüben an diese komische Stelle dahin locken, um es dann zu töten. Weil ich muss es töten. Jetzt komme ich später nicht vorbei und das war gammelig geworfen. Perfekt. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Jetzt aber. Wunderbar. Zwei Sorgen weniger. Aber jetzt haben wir quasi schon mal das hier erledigt. Allerdings war es noch nicht alles.
Jetzt müssen wir nämlich noch das Steinschloss aktivieren. Das Steinschloss benötigen wir noch und dazu müssen wir jetzt nämlich runter. Nee, das können wir nicht machen. Mal kurz überlegen, wie kann man das nochmal am besten machen? Das war ein Fehler. Nee. Wie ging das nochmal? Ich meine, hier ist damals ein Felsbrocken mit runtergefallen. Ich muss mir das alles oben nochmal anschauen. Nee, der Felsbrunnen, der war ja... Oh, ein Secret. Mach ich alles schon mal schnell rein. Nein, das war dumm. Nee, das ist sogar relativ einfach. Deutlich schwerer vorgestellt. Ich habe es richtig gemacht. Das nicht. Das war dumm. Aber wird nicht bestraft. Ich muss nämlich so viele... Ja, das war jetzt eh zu spät. Ja. Das bringt nichts. Ich hatte ja drei Fleischstücke. Die hatte ich von vorhin noch. Die hätte ich jetzt nämlich quasi gebraucht. Aber, naja. Das müsste sich mir doch machen. Das ist blöd. So. Oh! Hä? Warum? Warum ist da jetzt auf einmal ein Schock? Ja, jetzt spackt es gerade rum. Jetzt muss ich warten, bis ich getötet werde. Ja, das ist so ein Bug vom Spiel. Ja, ich würde sagen, das brechen wir mal schnell ab. Ja, aber es ist so ein Bug vom Spiel, weil noch ein Mudaken da ist, hört Schanden quasi nicht auf. Und... Dadurch, dass mir jetzt die Paramites nicht angegriffen haben, ging es quasi nicht weiter. Das muss ich jetzt hier kurz abbrechen. Naja, gut. Machen wir mal weiter. Ja, und genau aus solchen Gründen spiele ich zum Beispiel auch keine Secrets. Weil sie einfach A, nervig sind, die nervig sind. B, kann sowas passieren wie jetzt eben. Yo, das Spiel will also, dass ich doch das Secret mache. Ja, meinetwegen. Aber wie schalte ich diese... Ach ja, okay, gut, es ergibt Sinn. So, gut, jetzt muss alles schnell gehen, sehr schnell gehen. So, jetzt go. Ja. Wunderbar. Ging doch schneller als erwartet, okay. Krass. Gut.
Haben mir das Secret halt doch schnell gemacht. Ja, aber in Zukunft werde ich halt schauen, dass ich die Secrets vermeiden werde. Wie gesagt, ich gehe ja eh nicht auf 100%, von dem her brauche ich die Secrets nicht. Einfach das Spiel ein bisschen vorstellen. So, gut. Eine Sorge erledigt. Nun zur nächsten Sorge. Ich muss schauen, dass ich dieses Paramite da unten loswerde. Die Frage ist nur, wie. Wow, das war knapp. Das habe ich ja eh schon erledigt. Ich frage mich auch, warum das gerade wieder. Okay, lol, nein. Wenn ich im Secret drin war, hat es das Spiel quasi nicht mehr akzeptiert, obwohl ich das schon geöffnet hatte. Komisch. Na egal. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach Gott, nee, das Viech. Nee, never mind. Das Viech kommt ja. Warte mal, ich glaube. Ja. Genau so war's. Warum greifen mich die Bienen jetzt selber an? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Warum haben mich die Bienen da gerade angegriffen? Warum greifen sie mich jetzt immer noch an? Lol. The hell? Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch gewesen. Verstehe ich jetzt gerade selber nicht, warum mich die Bienen da angegriffen haben. Aber normalerweise gehen die nur auf das Paramite dann los. Naja, man lernt halt eben nie aus. So. Die Bienen sind weg, das ist gut. Ja, jetzt habe ich freie Bahn, sehr gut. Ist halt blöd, dass das Secret so viel Zeit gefressen hat in dem Part. Müssen wir einfach nochmal oben das Glockenspiel abspielen und dann ja, ist die erste Prüfung bestanden. Mit Bravour. Mit Bonus. Secret. So, gut. Sehr gut. Das ist auch erledigt. Warum geht das nicht? Irgendwie spinnt das gerade rum. Das Glockenspiel habe ich mir doch angehört. Dann machen wir es halt nochmal. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Bisschen komisch. Nochmal. So. Nee, ist doch alles ausgelöst. Normalerweise müsste es jetzt klappen. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie ist es zur Hölle? Komme ich jetzt hier nicht durch? Irgendwie scheint es gerade ein Spielfehler zu sein. Also, ich habe das Glockenspiel aktiviert. Hab's angehört. Hab's gespeichert. Jetzt gehe ich nochmal da runter. Das Schloss habe ich doch auch aktiviert. Also, ich weiß jetzt nicht, was gerade los ist. Gucke ich halt nochmal schnell rüber. Jetzt bin ich gerade wirklich verwirrt. Ich check jetzt gerade auch nicht, was das Spiel von mir will. Also, was willst du jetzt spielen? Ich hab dich doch aktiviert. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann muss ich den Part mal abbrechen. Beziehungsweise Zeit wird es eh schon. 15 Minuten haben wir jetzt schon.
Das habe ich jetzt noch nie erlebt im Spiel. Das ist definitiv ein Spielfehler, ja. Ich habe jetzt schon alles abgeschlossen in dem, was es in der Prüfung zu machen gibt. Sogar mit Bonus, mit dem Secret. Da müsste ich hier eigentlich durchkommen. Aber warum sich das Tor nicht öffnet, beziehungsweise warum ich die Glocken nicht schanden kann, ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Keine Ahnung. Es müsste normalerweise gehen, geht's aber nicht. Komisch. Ja gut, dann beende ich mal den Part an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und ciao.